Herzlich willkommen zurück zu Salambo. Wir haben es im letzten Video hier auf die Wasserleitung geschafft, denn unser Auftrag lautet, das Saimb zu stehen. Das ist ein Schleier der Göttin Tanit. Und es wird gesagt, dass dadurch die Karthago geschützt ist vor feindlichen Heeren. Und die Söldner wollen also nichts gegen Karthago unternehmen, solange die diesen Schleier haben. Und deshalb, ja, versuchen wir gerade nach Karthago zu kommen. Und müssen jetzt erstmal schauen, wo es hier weitergeht. Ich nehme mal an, der hier dürfte uns wahrscheinlich sehen, wenn wir jetzt da näher rangehen. Und nach hier können wir gar nicht laufen. Ich werde es jetzt mal ausprobieren. Wir gehen mal einen Schritt ran. Ja, das ging schon mal schnell. Okay, so also nicht. Dann müssen wir den vorher außer Gefecht setzen. Oder werden wir ihn wohl ja, abschießen müssen. Okay, das haben wir geschafft. Kein anderer hat es bemerkt. So muss das sein. Okay, dann gehen wir mal näher ran. Was haben wir hier? Riemen. Okay, mal sehen, wozu die uns noch nützlich sein könnten. Und das hier scheint der Eingang in die Kanalisation dann sozusagen zu sein, also in die Wasserleitung direkt rein. Ja, und die müssen wir jetzt irgendwie aufmachen. Ich probiere mal die Eisenstange. Okay, das hat funktioniert. Dann rein da. Okay, wir sind tatsächlich jetzt drin. Hier haben wir eine Leiter, die nehmen wir mal mit. Wer weiß, wozu wir es gebrauchen können. Schauen wir mal. Okay, hier scheint es aber erstmal nicht weiter zu gehen. Dann in die andere Richtung. Okay, aber hier ist auch... Aber hier können wir irgendwas machen. Mit den beiden Stangen. Können wir die rausbrechen? Okay, so scheint es nicht zu funktionieren. Dann probieren wir es mal mit dem Riemen. Und wenn wir jetzt die Eisenstange damit verwenden... Genau, so habe ich mir das vorgestellt. So, können wir hiervon wieder was mitnehmen? Nein, sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir weiter. Noch ein Stück. Und hier ist eine Treppe. Wunderbar. Es gelingt Spendius, durch die Wasserleitung in Karthago einzudringen. Er verlässt das Reservoir durch das Gitter eines Sammelbeckens, mitten auf einer Klippe. Die Nacht ist warm. Ein Geruch nach Gewürzen, Teer und trockenen Algen weht aus der schlafenden Stadt herüber. Niemand ist zu sehen. Unser Dieb springt wie eine Katze in die Straßen Karthagos. Okay, wir sind also in Karthago angekommen. Na dann wollen wir mal. Hier haben wir erstmal eine Karte. Was steht da drüben? Quo vadis? Wohin gehst du? Ja, weiß ich auch noch nicht. Ja, sieht sehr verworren aus. Ich fürchte, hier kann ich mich wirklich wunderbar verlaufen. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal los. Und zwar, ja, in die Richtung. Eine andere gibt es nicht. Guten Abend, Nachteule. Ja, guten Abend. Wer seid ihr denn? Wir gehören zu Senator Bostas Haushalt. Er ist einer der wichtigsten Männer der Stadt. Okay, und was macht ihr hier? Wir sollen unseren Herrn zum Tempel des Moloch bringen und warten auf ihn. Der Senat hält heute Abend eine Sondersitzung. Es gibt ja so eine Sondersitzung. Interessant, interessant. Wäre schön, wenn wir da mitkriegen könnten, um was es geht. Worüber berät der Senat heute Abend? Über wichtige Angelegenheiten, die eure Auffassungsgabe übersteigen. Na ja, das glaube ich nicht. Ich würde gern den Saimb sehen. Wie könnt ihr so leichtfertig über einen heiligen Gegenstand sprechen? Wenn keine Prozession stattfindet, dürfen sich nur Priesterinnen in den Anblick von Tanits Schleier versenken. Okay, dann gehen wir erstmal. Gute Nacht. Können wir irgendwas machen? Nee. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. In diese Richtung. Schauen einfach mal, dass wir nichts übersehen. Okay, weiter. Oh, hier ist ein Schwein und was ist das hier? Das können wir mitnehmen.
Ein Tuch, okay. Ja, das behalten wir doch direkt. Ah, und hier ist wieder ein Plan. Okay, wir sind jetzt also... Ja, bisher nur geradeaus gelaufen. Alles klar, wir haben eine Abzweigung verpasst. Naja, wir werden schon noch alles zu sehen bekommen. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Hier lang. Und noch weiter. Okay, hier bin ich jetzt hergekommen. Und hier müsste dann das sein, wo ich die erste Abzweigung verpasst habe. Und was bist du für einer? Was wollt ihr von mir? Um diese Zeit ist mein Laden geschlossen. Ihr seid so spät noch auf? Ich muss arbeiten. Aber sprecht leiser, ihr weckt meine Frau. Was können wir hier sonst noch? Und was bedeutet die Statue über eurer Tür? Das ist unser Hausgeist. Ich opfere ihm regelmäßig, damit er mein Haus und meine Stadt beschützt. Meinen die das hier? Ich habe Hunger. Könnt ihr mir etwas zu essen geben? Normalerweise bin ich großzügig, aber die Zeiten sind hart und jeder braucht seine Vorräte für sich selbst. Gebt mir etwas zu trinken. Wenn ihr Durst habt, empfehle ich euch die Sternenlicht-Taverne. Sie wird bald aufmachen. Okay, das nützt uns also alles nichts. Dann fragen wir ihn auch nochmal hier nach Tanits Schleier. Da müsst ihr bis zum Fest der Tanit warten. Es findet in 3 Monaten statt. Normalerweise verlässt der Schleier der Göttin den Tempel nicht. Ja, so viel Zeit haben wir nicht. Also, ich habe noch viel zu tun. Guten Abend. Dann, ja, mach mal weiter, was auch immer du hier gemacht hast. Und hier gibt es jetzt mehrere Wege. Wo sind wir denn hergekommen, frage ich mich. Ich gehe einfach mal hier lang. Hier ist ein Schwein. Wo sind wir denn jetzt? Mal gucken. Ach, jetzt sind wir hier unten. Okay. Dann gehen wir einfach hier weiter, würde ich sagen. Aber die Leiter nehme ich mal mit. Mehr können wir jetzt hier auch nicht machen. Dann gehen wir mal hier hoch. Einfach. Hier ist nichts los. Ist das die Taverne, von der er gerade gesprochen hat? Durchaus möglich. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Dann hier lang. Da war es auf dem Boden. Ne, liegt nichts. Ich habe gerade gedacht, da würde was auf dem Boden liegen. Wo sind wir jetzt gelandet? Okay, hier hinten. Gut. Gehen wir mal zu denen. Halt! Warum darf ich nicht vorbei? Der Senat hat den Notstand ausgerufen. Militärbaracken, Hafen und Arsenal sind nachts abgeriegelt. Okay. Und was gibt's Neues? Die Söldner greifen uns vielleicht an. Die Stadt ist in Sorge. Bestimmt werden die Lebensmittelpreise steigen. Und bestimmt gibt es Engpässe. Wenn ihr uns Fleisch bringt, wollen wir euch gut bezahlen. Okay, von denen können wir also Geld bekommen, wenn wir Fleisch finden. Ja, dann bis später. Aber haben wir ja momentan nicht. Dann gehen wir nochmal zu denen hier. Halt! Ein fragwürdiges Subjekt wie ihr hat im heiligen Bezirk nichts zu suchen. Was ist der heilige Bezirk? Das Juwel unserer Stadt, ihr Narr. Der Ort, an dem wir zu unseren Göttern beten und öffentliche Angelegenheiten abhandeln. Jetzt schert euch fort! Gut. Ja, dann gehen wir mal hier lang. Hier waren wir auch noch nicht. Oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Also mal weiter. Peter, Passant! Habt ihr zufällig meinen Herrn gesehen? Den Schatzmeister Hanon? Heute Abend ist eine Senatssitzung und ich muss ihm so schnell wie möglich Bescheid sagen. Und worüber regt ihr euch so auf? Was macht es schon, wenn Hanon diese Sitzung versäumt? Ich glaube, Hanon wäre nicht sehr zufrieden damit, wenn er dann rausfinden würde, dass es eine Sitzung gab. Wir fragen mal nach. Wann wird mich auspeitschen, wenn ich ihn nicht rechtzeitig finde? Seid ihr sicher, dass er in der Stadt ist? Völlig. Er entkam einer Horde Aufständischer
und kehrte in den Palast zurück, wo er zur Erholung einige in Honig eingelegte Haselmäuse aß. Dann ging er wieder fort. Doch er hat niemandem gesagt, wohin. Naja, ich werde mich mal umschauen. Aber ich habe euren Herrn nicht gesehen. Viel Glück. So, wie bin ich denn jetzt wieder hergekommen? Von da, glaube ich. Dann gehen wir hier weiter. Nee, von hier bin ich gekommen. Okay, wieder zurück. Jetzt ist er weg. Also da lang. Ja, ich bin verwirrt. Wo sind wir? Okay. Jetzt sind wir wieder an der Stelle. Dann gehe ich mal da lang. Und da lang. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Langsam bin ich verwirrt. Das sind die zwei, die was zu essen wollen. Dann gehen wir mal hier lang. Gehen wir jetzt nochmal zurück. Jetzt steht ja hier jemand. Hallo? Seid gegrüßt, Nachteule. Die Göttin schenke euch Liebe und Glück. Wer seid ihr? Ich bin Nachtwend, Priesterin der Tane. Ich lebe im heiligen Bezirk und gehe jede Nacht hinaus, um meine Gunst zum Wohle des Tempels zu verkaufen. Aha, und auf wen wartet sie denn dann hier? Was tut ihr hier? Ich habe ein Stelldichein mit Senator Hannan. Er möchte die Grausamkeit, die ihm heute widerfuhr, in meinen Armen vergessen. Naja, dann wissen wir ja schon mal, dass Hannan hier irgendwann aufkreuzen wird. Kennt ihr Salambo? Natürlich. Sie ist unsere hohe Priesterin und von unvergleichlicher Schönheit. Könnt ihr ein Treffen für mich mit Salambo arrangieren? Ihr hofft vergebens, sie zu sehen. Zwar ist sie meine Herrin, doch ihre Freiheit ist geringer als die meine. Sie verlässt den heiligen Bezirk niemals. Und da ihr weder Wächter noch Priesterin noch Senator seid, ist euch der Zutritt verwehrt. Okay, das heißt, da können wir so nicht an Salambo ran. Erzählt mir vom Zaimb. Er umhüllt die Statue der Göttin wie eine funkelnde Wolke. Wir hüten ihn in den Tiefen unseres Tempels. Wie sieht Tanits Tempel aus? Er erhebt sich im heiligen Bezirk, wie die Brust einer Frau, die sich dem Himmel darbietet. Er ist der Liebe, dem Mond und dem Wasser gewidmet. Davor steht der Tempel Molochs, Gott des roten Planeten und des zerstörenden Feuers. Ein Ort der Macht und Grausamkeit. Okay, wer ist Karthagos oberste Gottheit? Tanit oder Moloch? Die Karthager lieben Tanit mehr, doch in Zeiten großer Gefahr zweifeln sie zuweilen an der Göttin und wenden sich Moloch zu. Dann gibt es zahllose Menschenopfer und der Gott tut daraufhin manchmal ein schreckliches Wunder. Okay, also momentan würden sie sich wahrscheinlich eher dann Moloch zuwenden. Aber wir haben immerhin schon ein bisschen was darüber erfahren, wie das Ganze liegt. Also erst Moloch, dann Tanits Tempel. Vergesst Hannan, verbringt die Nacht mit mir. Ja, ich denke mal nicht, dass sie drauf eingeht. Jetzt den Zorn von Hannan auf sich zu ziehen, wird sicherlich nicht in ihrem Sinne sein. Hannan vergisst man nicht ungestraft. Er ist ein Senator und der Schatzmeister der Republik. Ja, dann leb wohl, meine Schöne. Gut, wo gehen wir denn jetzt hin? Steht da jetzt auch schon wieder jemand? Sieht so aus. Ich grüße euch, Rebell Spendius. Ich würde euren Auftrag gern unterstützen, wenn ihr euch als Freund meiner Untertanen erweist. Und wer seid ihr? Fragt ihr die Bürger der Stadt, bin ich ein blinder, wahnsinniger Bettler. Doch in Wahrheit bin ich ein König mit Tausenden von Untertanen. Interessant. Wer sind eure Untertanen? Die Vögel am Himmel. Sie fliegen über die ganze Stadt und berichten, was sie gesehen haben. Ich liebe sie so, wie ich Menschen hasse. Okay,
Das Gespräch mit dem Vogelfreund und Bettler werden wir erst im nächsten Video fortsetzen, denn die Zeit ist um. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!